Also, es war, wie gesagt, im Mai 87, ich fange also ganz von vorne an, wir sind damals in einem Münchner Traditionslokal im alten Simpel gesessen, also wir, das sind zwei Redakteure von der österreichischen Zeitschrift Wiener und ich, und wir haben an diesem Abend beschlossen, ja, wir haben das ein oder andere Bier getrunken und haben dann beschlossen, dass wir den, eine Waldheim-Aktion machen. Wir haben beschlossen, wir rufen den an, und zwar nicht als ich, als Ottfried Fischer, sondern als Franz Josef Strauß. Spätestens jetzt merken Sie, es handelt sich um einen historischen Stoff, weil so blöd ist nicht einmal der Waldheim, dass auf einen Verstorbenen reinfällt. Und dann haben wir jedenfalls angerufen, wir wählen durch, es meldet sich eine Stimme, ja, hier Bundespräsidialamt. Da habe ich gesagt, ja, grüße Gott, hier ist Franz Josef Strauß, München, kann ich mal den Dr. Waldheim sprechen? Daraufhin sagt er, ja, Moment. Es wird ruhig, es dauert 60 Sekunden. Wahrscheinlich war er gerade in der Bordwand. Man hört im Hintergrund eine Tür und dann hören wir, hallo. Ja, grüße Gott, Dr. Waldheim, hier ist Franz Josef Strauß, München. Herr Ministerpräsident, eine Freude, Ihre Stimme zu hören. Ja, ganz meinerseits, Herr Dr. Waldheim, ich rufe Sie privat an und Sie werden sich wahrscheinlich etwas wundern. Ich habe Ihre letzten Aktionen im Ausland verfolgt und ich muss Ihnen da wirklich mein großes Kompliment aussprechen. Und ich habe mir gedacht, dass ich Sie nach Bayern einlade und da wollte ich mal privat vorfühlen. Eine wunderschöne Gelegenheit wäre unser Oktoberfest. Ah, im Oktober. Ja, wie Sie wissen, wir machen jedes Jahr im Oktober einen großen Einzug in der Kutschen und da haben wir immer einen Repräsentanten eines befreundeten Staates dabei. Das weiß man nämlich vom Waldheim, dass er zwar einerseits Masse und Pöbel nicht so gern mag, aber andererseits Pferde und Kutschen sehr gerne. Also in diesem Zusammenhang sei mal darauf hingewiesen, sein Pferd soll ja noch lange vor ihm in die SA eingetreten sein. Wir hatten ja anfangs sogar vor, dass wir noch Bayreuth einladen, weil der Peter Hoffmann ist ja auch nicht die reine Freude, gell? Aber irgendwo haben wir dann die Idee mit dem Oktoberfest, die fanden wir dann doch ein bisschen sadistischer und vom komischen Gehalt her halt auch wesentlich effektiver. Und siehe da, der Kurt windet sich auch und sagt, na ja, das ist sehr lieb, dass Sie mich also da im Auge haben. Die Frage ist nur, wie man so etwas mit Bonn abstimmt. Mit Bonn würde ich grundsätzlich gar nichts abstimmen. Es ist bei uns eine übliche Sache, dass ein Repräsentant, ein offizieller Repräsentant, eine Persönlichkeit aus dem Ausland, naja, an und für sich gefällt mir das sehr, sehr gut und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie daran gedacht haben. Und naja, damit war es zunächst soweit, er wollte noch wissen, wie es insgesamt dann abläuft. Und als er erfuhr, dass er in der Kutsche des Ministerpräsidenten mit einziehen sollte, war das alles klar und das Thema konnte auf weltpolitische Themen ausgeweitet werden. Und sind Sie mit Ihrem Auslandsbesuch zufrieden? Ja, ja, ich bin sehr zufrieden, Herr Ministerpräsident. Das ist alles als bestens der Empfang in Jordanien, überaus herzlich. Aber wissen Sie, wer schon wieder da war? Die Beate Glasfeld. Naja, die ist ja überall, ne? Ja, die haben es aber schnell isoliert. Na, ich persönlich, lieber Dr. Waldheim, ich habe auch mit der arabischen Welt da unten die besten Erfahrungen. Also ich möchte nicht wissen, jetzt nebenbei mal angemerkt, wie viele Waffen der Strauß persönlich runtergebracht hat, die sie heute umeinander schmeißen. Ich habe da unten eigentlich die besten Erfahrungen. Man darf es ja als Deutscher fast nicht sagen, aber die Israelis sind doch in gewisser Beziehung da unten eher die Schwierigen. Und ich persönlich halte ja die Araber für die zuverlässigeren da unten in der Region. Ja, ja, sind sie sehr sicherlich, also in dieser Hinsicht wesentlich verlässlicher. Ich meine, die Israelis machen halt den Fehler, dass sie die Dinge übertreiben, nicht wahr? Dass sie provozierend agieren und auf Dauer wird das nicht akzeptiert werden, auch von anderen Staaten nicht. Ich meine, das geht einfach nicht, diese Art der Politik. Wir strecken immer wieder die Hand aus. Und wie sich herausstellt, meint er mit wir sich selber. Er ist nämlich gerade dabei, die weltpolitische Lage zu seiner eigenen zu machen. Wir strecken immer wieder die Hand aus, nicht wann die wird zurückgewiesen, also die Anschuldigungen gegen mich, ist er wieder runtergegangen von der Wir-Form, sind völlig unberechtigt. Da müsste man ja die ganze deutsche Wehrmacht auf die Watchlist setzen. Und dann erklärt er nur, dass er zu Unrecht attackiert wird und erklärt, dass die Anschuldigungen, dass er für Anschuldigungen gegen seine Person einfach nur das falsche Ziel sei. Daraufhin tröstet ihn der Strauß, naja, selbstverständlich, Dr. Waldheim, das war eine ganz andere Zeit. Und wenn es darum ginge, was man Ihnen vorwirft, dann dürfte aus unserer Generation kein Mensch mehr Politik betreiben. Nun, Herr Dr. Waldheim, Sie werden von meiner Kanzlei angerufen werden und dann rufen wir uns wieder zusammen. Ja, ja, tun wir das einmal vormerken. Ich habe das genaue Datum jetzt noch nicht da. Ich habe es halt wirklich nicht gewusst, wann das Oktoberfest losgeht. Also.
Es ist eine sehr spontane Idee von mir gewesen und außerdem ist es an der Zeit, dass man diese Querelen zwischen Deutschland und Österreich beseitigt, beziehungsweise speziell zwischen Österreich und Bayern. Ich meine, diese Chaoten, die haben wir doch alle. Das war also damals dieses Wackersdorf-Problem. Ja, ja, die sind im Abflauen, es sind doch immer die gleichen, diese Grünen und diese Gruppen etwa, die gegen alles sind. Nicht, es geht doch diesen Chaoten in erster Linie einmal darum, hier Krach zu machen. Denen ist doch sonst langweilig, Arbeit haben sie auch keine. Na ja, klar, und dann wollen sie doch in erster Linie das Establishment, also die Ordnung, stören, nicht wahr? Zum Teil sind ja auch Anarchisten dabei. Und ich meine, das ist ein ganz merkwürdiges Konglomerat von allen möglichen Negativisten und Nihilisten, nicht wahr? Und dann geht es weiter mit Beteuerung der deutsch-österreichischen Freundschaft und der Bitte Waldheims in Verbindung zu bleiben. Und es ereilt ihn wieder sein Anfangsproblem. Aber mit Bonn müsste man es doch irgendwie abstimmen. Ich werde das intern klären. Intern klären werden Sie das machen. Soll ich Kontakt nehmen? Ich werde es zunächst selbst besprechen. Sie können natürlich auch selbst Kontakt aufnehmen. Also abheben wird man ja schon noch, wenn der österreichische Bundespräsident in Bonn anruft. Leichte Verunsicherung beim Waldheim. Also ich meine, der bayerische Ministerpräsident und Dr. Waldheim, einige Dienstjahre habe ich schon auf dem Buckel, der kann sich das schon erlauben. Selbstverständlich, Herr Ministerpräsident. Außerdem haben wir eine persönliche Freundschaft hergestellt anlässlich des Wiener Opernballs. Und da wurde es mir ein bisschen brenzlig. Okay. Und dann sagt er, das tue ich mich sehr bedanken, also wir werden es vorerst noch vertraulich behandeln. Ja, wir tun es vorerst noch vertraulich behandeln. Ja, gut, vertraulich. Ja, ich auch. Herr Dr. Waldheim, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Dankeschön, ich wünsche Ihnen das Gleiche. Und noch etwas, Herr Dr. Waldheim, ich bin Ihr Bewunderer. Das ist sehr lieb, ja. Ja, wir werden schon durchstehen. Ja, sicher werden wir es durchstehen. Ich meine, das haben schon ganz andere überstanden, Dr. Waldheim, gell? Und jetzt kommt das vom Waldheim, was ihm wirklich anscheinend in Fleisch und Blut übergegangen ist. Folgendes Zitat. Wir haben ein reines Gewissen. Und wir wissen, dass wir nichts Falsches oder Schlechtes getan haben. Und dieses reine Gewissen hilft mir auch manchmal über diese manchmal ja wirklich unerträglichen Verleumdungen hinwegzukommen. Aber es war lieb, dass Sie angerufen haben und ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Weiterhin in Kontakt und ich wünsche Ihnen sehr viel Kraft, Herr Bundespräsident. Danke, danke, sehr herzlich. Auf Wiedersehen, Herr Ministerpräsident. Einen schönen Sonntag. Und also 2 Monate lang konnte sich dann der Waldheim, nachdem dieses Gespräch nach 20 Minuten abgebrochen war, konnte sich der Waldheim 2 Monate lang auf dieses große Ereignis freuen. Und dann wurde aber, wie gesagt, 2 Monate später dieses Gespräch im österreichischen Wiener veröffentlicht, in der September-Ausgabe. Die Münchner TZ brachte mit einer Schlagzeile das Ganze ins Rollen. Innerhalb der folgenden Woche erschienen über diese Aktion in allen allein in Deutschland ca. 500 Presseveröffentlichungen, Radiomeldungen, Interviews, Fernsehbeiträge, Karikaturen und Talkshow. Und einzig der deutsche Wiener, gell, der ja sonst immer knallhart am Zeitgeist ist, der hat gesagt, das interessiert keinen. Und was die Hörfunksender anbelangt, habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich hautnah miterlebt, wie viel Privatsein es in Deutschland gibt. Und das ist also die berühmte Meinungsvielfalt der neuen Medien. Jeder hat das Gleiche gefragt. Ja. Die Münchner Abendzeitung, die hat sich gleich geweigert, das abzudrucken. Die druckt sonst jeden gesellschaftlichen Furz von mir, gell? Aber da haben sie sich geweigert, weil der Justiziar hat dem Chefredakteur abgeraten und gesagt, da kann man bis zu 5 Jahre in den Knast gehen, wenn man das druckt. Und die großen Lettern, die Schlagzeilen hat auch der Rußprozess gehabt, das war ein bisschen schlecht, gell? Der Waldheim selber ließ entsetzt reagieren, es sei ihm wahnsinnig peinlich und er sei entsetzt von einem deutschen Kabarettisten gelegt worden zu sein. Also gelegt ist österreichisch und hörst du für mich hereingelegt. Und er sei mit Methoden, hat er verlauten lassen, er sei mit Methoden des kriminellen Kabaretts gelegt worden. Also diese K&K-Methoden.